Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraya von Baraya Loves Paper und ich habe jetzt dieses Cover bemodpotcht und möchte jetzt mit euch erstmal die Strippen für die Signatur anbinden. Hier ist schon dieses kleine Stückchen Stoff mit drauf gekommen und ein kleines Happiness-Kleberchen ist hier drin, wobei ich damit nicht ganz so happy bin, weil das halbe H und das halbe S hier hinter verschwinden, aber man kann es lesen. Ich habe nicht das zweite S vergessen. So. Ja, das antike Mod Podge hat ja hier gut ein paar Striche hinterlassen, also so diese Haptik, diese Textur. Das gefällt mir sehr gut. Hier und da sind tatsächlich so ein paar Glänzstreifen übrig geblieben, finde ich so ein bisschen lustig. Obwohl auch dort Mod Podge gelandet ist. Ja, so. Die Taschen sind auch fein und fertig. Und jetzt werde ich mit euch einmal diese Überkreuzbindung wenigstens vorbereiten. Wie ich ja auch schon gesagt habe, ist ein bisschen tricky. Wenn ich jetzt die Signaturen einbinden würde, hätte ich tatsächlich ein bisschen Ärger und Spaß mit Stenciln. Das würde mir ziemlich auf den Sender gehen. Wenn ich das nicht schaffen würde, sagen wir einen ordentlichen Stempel und einen ordentlichen Stencil zu setzen. Und ordentlich nicht im Sinne von perfektionistisch, sondern nicht verschmiert und verwackelt. Das wäre mir schon irgendwie wichtig. So, hier von dieser gewachsten Schnur schneide ich mir gerade mal ein paar Stück ab. Da werde ich später noch ganz viel von runterkürzen, wenn die Signaturen eingebunden sind. Bis ich sie eingebunden habe. Bis ich es eingebunden habe, werden diese Fäden hier einfach ein bisschen länger darum oxidieren. Das ist nicht ganz alt. Ja, jetzt schlecht zählen kann ich gut. 1, 2, 3, 4, 5. 8 brauche ich, weil zu jeder Signatur 2 Stück gehören. Die müssen auch nicht zwingend komplett gleich lang sein, aber wenigstens so ungefähr. 6. 7 habe ich jetzt wirklich richtig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jep, habe ich. Einer fehlt noch. Zack. So, machen wir mal ich mit dem ersten Streich hier mit dem ganzen Gestrüpp. Stellen wir das Buch jetzt erstmal hier hin. Ich habe hier schon nochmal nachgestochen mit dem mit der Ahle, um das ganze Späßchen jetzt hier über Kreuz zu ziehen. Muss ich einfach in die Mitte gehen. Oh, ich bin durchgekommen, ich freue mich. In die Mitte und durch. Dabei ist der Trick wirklich senkrecht zu stechen. Also wenn man das jetzt hier ein bisschen schief macht, dann bleibt man direkt hängen, wollte ich damit sagen. Deswegen schön gerade, senkrecht. Dann sollte es mal nicht gehen, kann man mit der Ahle noch ein bisschen nachhelfen. Ja. Die ersten beiden gingen auch einfach zu leicht, kann man nicht anders sagen. So, ihr erlebt jetzt in einem weiten Zeitfenster einen wunderschönen Basteltag von mir. Wunderschön deswegen, weil ich einfach wirklich heute Morgen angefangen habe zu basteln. Mit kleineren Unterbrechungen, mit Kuchen, Kaffee mit Freunden und auch abends mal Ferdis besucht. Habe ich eigentlich den ganzen Tag hier in meinem Bastelzimmer verbracht. Im Kreativzimmer besser gesagt. Wenn ich das Bastelzimmer sagen würde, das wird dem Ganzen nicht gerecht. So, jetzt komme ich hier nicht durch. Das ist doch ein Fuck. Naja, wie auch immer, war bis jetzt ein super Basteltag und ich habe, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt an meiner Ärmelfarbe, habe ich einige Videos drehen können.
So, ihr seht jetzt hier, kommt die Spitze raus. Ich habe irgendwie, habe ich hier nicht richtig tief genug durchgestochen und habe mir den Faden hier irgendwie in das Zwischengehölz gesteckt. So ein Scheiß. Oder Mist, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Naja, also jetzt rächt sich so ein bisschen, dass ich hier das Klebeband als Zwischenschicht genommen habe. Also hält super gut, das ist also keine Frage. Das Problem ist einfach nur, dass ich gerade nicht durch die Klebebandschicht hier durchkomme. Bei den ersten beiden hat es ja wunderbar funktioniert. Beim dritten jetzt wird das Ganze ein bisschen zickig. Aber das ist kein Grund, um nervös zu werden. Irgendwann kriegt man auch dieses Ding da durchgewurstelt. Und manchmal ist es halt wirklich wursteln. Hilft halt nichts. Sticht man einfach so ein bisschen in den Faden rein und schiebt den mit der Ahle da durch. Irgendwann kommt hier auf der Seite Braunes an, was nicht wie Jute aussieht. Und das kann man dann einfach wieder rausziehen. Ja, manchmal hilft auch ein bisschen Ruhegewalt. Und dadurch, dass ich den Faden lang genug gemacht habe, ist das jetzt auch wurscht, ob da jetzt ein Ende irgendwie ab ist oder nicht. Das ist halt so gut. So, was ich jetzt hier mache, damit ich das nicht, damit ich jetzt hier nicht versehentlich mir wieder einen Faden rausziehe, wo der gerade so schön drin ist, mache ich hier schon mal Schleifchen rein, dass sie einfach erstmal da bleiben, wo sie sind. Später werde ich die Signatur natürlich nicht über Kreuz irgendwie einbinden, sondern schön parallel. Nur will ich mir natürlich merken, welche Fäden oben sind. Das sieht nämlich schöner aus. Das ist ein bisschen wie beim Schnürsenkel. Sieht schöner aus, wenn die Fäden oder die Schnürsenkel in einer Richtung sind. Das heißt, nicht mal ist das eine der rechte oben, mal der linke, sondern das wirklich immer so ein bisschen gleichförmig ist. Junk Journal ist nicht gleichbedeutend mit Chaos. So. Ja, selbst wenn ich hier innen mal so ein bisschen Chaos verbreite. Das war übrigens ein Huster von meinem Pferd. Der arme Kerl hat eine chronische Bronchitis, das schon seit sehr vielen Jahren. Die macht ihm nie Ärger und keine Probleme, außer im Fellwechsel. Und wir haben gerade Frühling und ja, was soll ich sagen, die Pferde sind kräftig im Fellwechsel. Und der Kerl ist dann halt die Tage ein bisschen am Husten. Nicht schlimm. Also ich muss ihn jetzt nicht, also der inhaliert, ne? Aber er muss jetzt nicht irgendwie krasse Medikamente oder so nehmen. Sondern einfach nur gut bewegen und ja, möglichst inhalieren. Das tut ihm gut. Ja, ist schön. Ich kriege jetzt den Mittelfaden hier mit durch. Den Rest nicht. Wieso bist du denn so bockig fahren? Das ging doch eben da unten super gut. Da hammern. So. Geht doch, bitte Zicke. So, jetzt habe ich den Innen- und Außenfaden wieder durch. Naja, manchmal muss man halt ein Machtwort sprechen, ne? So, jetzt mache ich das mal so, dass ich direkt hier durch nochmal ein bisschen beherzt dadurch steche. Das ist nämlich auch der Mist, wenn man das nur mit der Ahle macht, dann verdrängt man das Material. Das heißt, man schiebt es nach rechts und links zur Seite. Wenn man das allerdings mit der Big Bite macht, dann stanzt man es aus. Das heißt, das Material ist weg. Es ist nicht rechts oder links hingeschoben, sondern es ist einfach wirklich weg. Rausgefressen. So. Deswegen heißt das Ding auch Big Bite, ne? Das ist ja nicht gut. Sonst kommst du da mal wieder raus? Dankeschön.
sagen wir mal so, aus jetziger Perspektive macht es das Leben etwas leichter, wenn das rausgestanzt ist. Zack. So, auch hier wieder Schleifchen an. Schleifchen an den Rücken. Schleifchen an den Rücken. Und jetzt kommt die zweite Lage. Also, was heißt die zweite Lage? Das, oh, nee. Das war ein Knoten, das war kein Schleifchen. Wenn man redet und was anderes tut, als man gesagt hat. Schleifchen habe ich gesagt. Sitz. So. So, zwischendurch mal einen Schluck trinken. Ich habe mir vorhin nämlich was sehr Leckeres zu essen gemacht. Tempeh und Nudeln zusammengebraten. Ich habe einen guten Schuss Sojasauce dazu gepackt und das war, glaube ich, ein bisschen viel. Dementsprechend habe ich jetzt Durst. So, ich habe ja angekündigt, das Ganze mit einer offenen oder sichtbaren Kreuzbindung zu machen. So, das tue ich jetzt auch. Und auch das kleine Büchlein, was wir gleich einmal einbinden, da werde ich auch eine offene Bindung machen. Bin allerdings am Überlegen, ob ich die Bindung nicht nach außen mache und oben noch so einen kleinen Charm dranhänge oder so. Ich glaube, das wäre ganz schick. So, hier ein Sicherheitsschleifchen. Zack. Mal nachstechen. Ich weiß gar nicht, ob man die Vögel im Video so jodeln hört. Frühling ist die coolste Zeit des Jahres hier. Aber mit weitem Abstand. Es ist ein mega Vogelkonzert. Wir haben hier mittlerweile schon wieder 7 Schwalben im Stall. Wir haben einen Star im Giebel wohnen. Wir haben Meisen und Spatzen, die sich hier irgendwie lustig fortbewegen, vermehren und irgendwie alle in einem falschen Kasten gelandet sind. Die Kohlmeisen sind in den Blaumeisenkasten eingezogen. Die Blaumeisen haben sich irgendeine andere Bleibe gesucht. Dann haben wir noch Spatzen, die in den Kohlmeisenkasten eingezogen sind. Und Stare, die in den Spatzenkasten gezogen sind. Und wir können die Herzchen alle nicht lesen. Hier oben ist das Loch besonders zickig. Warum eigentlich? So. Ja, auf jeden Fall, die Schwalben, die suchen sich einen schönen Platz im Stall. Und die sind wirklich in den Pferdeboxen und machen sich dort ihr Schwalbenleben schön. So, Fledermäuschen sind auch schon am Fliegen. Allerdings, wie ja den meisten bekannt sein sollte, zwitschern die nicht durch die Gegend. Ja, jetzt kann man schon mal ahnen, wie das dann mal fertig aussieht. Und ich finde diese Art von Bindung eigentlich sehr schön und auch uneigentlich. Einfach diese Schmuckkordel so gerne mag. Lederband hätte es jetzt auch getan, aber ich finde, diese gewachste Schmuckkordel ist schon für sich ein schöner Hingucker. Und ja, was auch ganz gut ist, also Lederband ist tatsächlich so, dass es sich nicht dehnt. Oder oftmals dehnt es sich dann und auch wenn es irgendwie ein bisschen feucht wird, warm wird, kalt wird, verändert sich das. Das ist bei der Schmuckkordel nicht der Fall. So, Last Strike hier. Jetzt werde ich gleich ein bisschen längeres Band nehmen, das abhängig davon, welchen Charme ich an das kleine Büchlein hängen will. Oder Charms, vielleicht auch 2 oder 3. Dass ich das auch geeignet hinbekomme. So.
So, hier habe ich mir schon die Spitze verbogen. Und das ist noch mit ein Grund dafür, warum ich mal sage, Leute, nehmt genug, lang genug Faden, also wirklich ausreichend Faden. Ach ja, irgendwie bin ich ja nicht senkrecht durch, oder was? Oder was ist hier los? Grundsätzlich ist diese Schmuckkordel recht steif, was hier sehr zuträglich ist, um das hier durchzuschieben. Nur wenn man sich das Ende so ein bisschen verorgelt, dann ist das halt nicht mehr steif. So, zack. Ja, dieses ganze Gemüse hier ist nachher in den Signaturen. So sieht das dann von hinten aus. Und ich finde, das macht durchaus echt was her. Ich könnte mir jetzt noch überlegen, ob ich nicht noch irgendwie einen Filigree habe, so ein kleines, was hier in der Mitte kann. Das wäre tatsächlich noch eine Überlegung wert. So, ihr seht jetzt schon mal das fast fertige Cover. Jetzt mache ich mir erstmal meine Ader ein bisschen sauber, weil, ja gut, ich hab das alles heute frisch geklebt, ne? Das ist hier das Klebegedöns. Junk Journal Kleber und dazu noch die Klebeschicht vom Klebeband. Jetzt geht das Cover mal zur Seite. So, ich habe euch ja neulich schon mal gezeigt oder schon öfter mal gezeigt, wie ich vorgehe. Ja, mein Video läuft noch. Das war ein kurzer Blick in die Kamera. Wie ich vorgehe. Ich habe hier, jetzt haben wir die Seiten schon zusammen. Ich habe die schon ein bisschen durcheinander gewuselt. Also die sind schon unterschiedlich lang und kurz und gucken hier ein bisschen raus. Das war der Plan. Das ist ja ein Junk Journal. So, jetzt hole ich mir hier die Mitte. So, dann suche ich mir die Mitte und verschiebe mein Inhalt. Das ist auch nicht so schön. So, also mittig hier an den Papierenden richte ich das hier aus. Zack. Suche mir erstmal hier die Mitte. Ich bin ungefähr bei 7,5. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Faden ab. Nicht, dass ich das machen muss, wenn ich die Dinger hier im das Papier aufgespießt habe. Das wäre auch sehr, sehr ungünstig, das so spät zu machen. So, Faden liegt bereit. Gespannt, über 4 gespannt. Ja, ich glaube, über 10 gespannt ist ganz gut. Ich habe jetzt einmal durchgestochen und versuche, möglichst das Papier nicht zu bewegen. Yeah, es hat funktioniert. Ein Traum. Ich weiß nicht, wie viel man hiervon sieht. Hier suche ich mir wieder mein vorgestochenes Loch und gebe Gas, bis ich durchkomme. Und ich bin genau durchgekommen, wo ich durch wollte. Das ist doch herrlich. Manchmal muss ein Plan auch funktionieren. Yay. Jetzt muss das nur noch hier durch. Kannst du mal da durch? Ja? Schon. Hm. Ich bin zu optimistisch mit diesem Loch, ja? So, jetzt funktioniert es. Schwubbeldiwupp. Zieht man schön zusammen. Oben
Ja, ich überlege jetzt, ob ich hier oben so einen Knoten reinmache. Also ich erkläre euch gleich, was für einen Knoten ich meine. So. Lasse ich hier ein bisschen nach. Also ich könnte wunderbar hier oben so ein, ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie diese Knoten heißen. Aber was ich meine, ist diesen Knoten, der alles verschließt. Nein, der auch nicht verrückbar ist oder ähnliches. Meine Hände sind schon so voll Klebstoff heute, dass ich überhaupt gar nicht den Knoten machen kann. So, jetzt habe ich meine Überlegung abgeschlossen, mache diesen Knoten einfach. Ziehe den auch möglichst eng zusammen. So, jetzt habe ich hier ein kleines Heftchen. Auch, das habe ich übrigens auch mit Mod Podge versiegelt. Und ja, dieser antike Mod Podge ist einfach großartig. Es ist noch schön beweglich und es ist, hat diesen Antik-Touch. Mir gefällt das richtig gut und ich finde auch dieses Bild mit, das müssten Oma, Mama und Kind bzw. Enkeltochter sein. Ist sehr süß. So, jetzt wollen wir das mal in unser Cover einfügen, dass wir uns den ganzen Spaß mal komplett angucken können, wie das dann zusammen ausschaut. Ja, ist schon herausfordernd straff. Ist aber ganz gut, dass ich das hier an der Seite mit Stoff angeklebt habe und nicht nur mit dem Papier. Das hätte tatsächlich nicht funktioniert. So, und jetzt stelle ich fest, ist ein bisschen locker. Also schnappe ich mir hier oben meine kleine Schleife und ziehe mir das Ganze ein bisschen. Das hat wohl ein Tropfen Mod Podge bekommen. Wie gesagt, wenn man da ein dickeres Büchlein reinpackt, dann muss man das ja nachlassen. Und das muss ein bisschen Spiel haben, dass man auch den Knebel hier wieder rausziehen kann. So. An die Benzel hier werde ich später noch was machen, dann muss ich natürlich erstmal überlegen, was. Und so als waschechtes Junk Journal kriegt das auch noch ein Dingeldangel. Und Dingeldangel des Buches und hier kleine Charms für das Mini-Büchlein, die werde ich natürlich aufeinander abstimmen. So, da hat noch davon gesprochen, vielleicht finde ich noch einen kleinen Filigree hierfür. Ansonsten bin ich mit dem Cover schon sehr zufrieden und sehr happy. Ich bleibe weiterhin dabei, dass ich keinen Gilding Wix hier irgendwo noch mit an die Kanten packe. Ich finde, das macht so Sinn und Spaß. Ja. Dieses Video hat wahrscheinlich auch schon ein paar Minuten. Ich gucke mal eben auf den Wecker. Ja, 23 Minuten. Ich würde mal sagen, das reicht auch wieder für diesen Abschnitt. Es war jetzt natürlich recht langatmig und fummelig mit dieser Kreuzbindung. Allerdings wollte ich euch das echt gern zeigen. Und dazu haben wir natürlich auch noch das kleine Journal hier verarztet mit einer Bindung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die Kreuzbindung. Vielleicht gebt ihr mir mal einen Kommentar, eine kleine Rückmeldung, ob ihr die cool findet oder eher doof oder langweilig oder Lösung C. Keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall mal auf eure Meinung freuen. Ja, bastelt euch was Schönes, ne? Das nächste Video kommt in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst in diesem Kino.